Ja, mein Name ist Alexander Stocker. Ich bin derzeit Key Researcher am Kompetenzzentrum Das virtuelle Fahrzeug. Wir sind ein K2-Kompetenzzentrum, das im Bereich Methodenentwicklung für die Fahrzeugentwicklung beschäftigt. Ich war davor am NoCenter, dem Kompetenzzentrum für Wissensmanagement, und bei Joanneum Research im Institut Digital. Also ich komme aus dem Bereich Informationsmanagement, Informationssysteme. Studiert habe ich allerdings was ganz was anderes. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert mit Fachschwerpunkt Informationen managen. Ja, mein Fachgebiet ist Wissensmanagement und meine provokante Aussage wird lauten, wenn wir die Mitarbeiter nicht dazu bewegen können, dass sie freiwillig ihr Wissen teilen in den Unternehmen, dann werden wir an Innovationsfähigkeit verlieren und in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben können. Grundsätzlich ist es so, dass ja Wissensteilung eine Grundlage von Innovation ist. Das ist ja, die Zeiten sind vorbei, wo jemand, der Wissenschaftler im stillen Kellerlein irgendwas erfunden hat. So heutzutage kommt es ja zur Innovation, wenn sie kreative Leute zusammensetzen, also wenn eine Atmosphäre entsteht, wo ein Wissensfluss ermöglicht wird, wo eine angenehme Atmosphäre vorhanden ist, dass diese Menschen eben wirklich, sage ich jetzt einmal, über den Tellerrand hinausdenken können. Und dabei, und jetzt kommen wir wieder in die Informationstechnologie, dabei sind natürlich die Informationssysteme sehr nützlich oder sagen wir mal unabdingbar. Und vor allem die, und das ist mein Forschungsschwerpunkt eigentlich, die Informationssysteme, die aus dem Web 2.0 abgeleitet worden sind, sprich also der Einsatz von Wikis, Blogs, sozialen Netzwerken in der Unternehmenskommunikation, um halt eben den Wissenstransfer zwischen den Mitarbeitern über Hierarchien hinweg zu ermöglichen. Also ich fange einmal an, wie die These die Unternehmen verändert. Also ich denke mal grundsätzlich Enterprise 2.0 sind zwei Dinge. Das erste ist der Einsatz von Web 2.0 basierten Informationssystemen, der breitflächige Einsatz wie Wikis, Blogs, soziale Netzwerke, Microblogs, Media Sharing, was auch immer, in den Unternehmen, um damit den Wissenstransfer über Technologien zu stützen. Die zweite Revolution, sage ich mal, die Gesellschaft dann auch verändern wird, aber zuerst die Unternehmen, ist ja letztendlich auch der Kulturwandel, den man braucht. Es hilft ja nichts, wenn man in einem Unternehmen ein Wiki bereitstellt und die Leute einfach Wissen nicht teilen wollen, weil sie sagen, Wissen ist Macht und Wissensteilung verhindert eigentlich meinen beruflichen Werdegang. Es muss ja mal im Mindset ein Schwenk passieren, dass man sagt, eigentlich generiert mir das einen Vorteil, wenn ich Wissen teile, weil nur wenn ich Wissen teile, kann ich Wissen vermehren. Das ist dieser kulturelle Wandel, der auch mit dem Begriff Enterprise 2.0 bezeichnet wird. Also wir sagen daher auch soziotechnische Gestaltung, also sozio wäre alles, was den Menschen betrifft und technisch sind die Informationssysteme. Und hier gibt es einige Unternehmen, die diesen Kulturwandel per se haben. Das sind die Startups, also wenn man heute ein bisschen mit Startups redet, dann sind die sehr weit voran, was Wissensteilung betrifft, aber auch was den Einsatz von Informationssystemen für die Wissensteilung betrifft. Wenn man ein bisschen in die klassische Industrie schaut, so vor allem jetzt in also Automotive-Industrie, ist man vor allem in der Engineering, also jetzt vom virtuellen Fahrzeug unsere Zielgruppe, doch sehr weit entfernt, solche Systeme flächendeckend einzusetzen. Also da ist eher so ein bisschen die Haltung eher geheim, also sozusagen das Need-to-Know-Prinzip, ich darf nur das wissen, was ich unbedingt wissen muss und das ist oft sehr wenig und alles andere. Sage ich mal, vielleicht über informelle Kommunikation oder kriegst gar nicht. Aber man müsste dorthin in Richtung Goods-to-Know-Prinzip, das heißt eigentlich den Menschen mehr Wissen bereitzustellen, damit sie halt innovative Fahrzeugkonzepte entwickeln können. Die gesellschaftliche Revolution dahinter ist eben das Web 2.0, also dieses Social Web, Mitmach-Web. Ich denke, da gibt es ja eine Reihe von Interviewpartnern, die explizit zu diesem Thema was sagen, darum will ich da nicht viel dazu sagen. Und das Enterprise 2.0 holt sich eigentlich das Beste aus dem Social Web und holt es in die innerbetriebliche Kommunikation und Zusammenarbeit rein. Also ich persönlich, ich bin ein Fan von Weblogs, weil ich selber blogge. Also gerade als Wissenschaftler ist ein Blog ein gutes Medium, um mit anderen Themenverwandten ins Gespräch zu kommen. Also man hat ja als Wissenschaftler die Möglichkeit, eben Publikationen zu schreiben.
die dann einer sehr eingeschränkten Community zur Verfügung stehen, die dann auch lesen. Aber man hat ja letztendlich, das Spannende wäre ja eigentlich, dass man diese Dinge, die man in der Forschung gewinnt, in einem, sage ich mal, authentischen, unterhaltsamen Blogbeitrag leicht zu verstehen, verfasst und damit dann eine breitere Zielgruppe ansprechen kann. Das funktioniert relativ gut, kann man ganz gut messen mit Google Analytics oder welchen Tools es da gibt, dass da durchaus auch Leute auf diese Seiten kommen, die nicht aus dem eigenen Fachgebiet sind, und das bringt mich weiter. Bei der innerbetrieblichen Kommunikation bin ich ein Fan von Wikis und Social Networks. Also Wikis haben sich bewährt, wenn man letztendlich versucht, einfach beispielsweise ein System zur Verfügung zu stellen, wo sich Mitarbeiter aus einer Abteilung mit einem bestimmten Thema befassen. Also Wikis sind auch in der Fahrzeugentwicklung sehr, sehr, sage ich mal, beliebt. Also bei größeren Unternehmen gibt es wahrscheinlich mehrere hunderte oder tausende Wikis. Zentrale Wikis zu schaffen ist dann wieder relativ schwer, weil ich ja lauter kleine Insellösen habe, mit kleinen Fürstentümer, die man nicht so leicht zusammen migrieren kann. Aber ich sage mal, im kleineren Raum haben sich Wikis bewährt. Im größeren Raum bin ich ja ein Fan von Social Networks. Also auch hier gibt es Fallstudien, wo es Unternehmen geschafft haben, wirklich gute interne Social Networks aufzubauen. Ein guter Freund von mir ist in der Siemens Building Technologies Division. Freund ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ein guter Bekannter von mir ist dort Wissensmanager in der Siemens Building Technologies Division, und der hat es eigentlich geschafft, seit 2005 macht er das jetzt, ein Social Network, References Plus heißt es, also Plus angelehnt an Google Plus, aufzubauen, wo die Projektmitarbeiter über die Grenzen hinaus miteinander vernetzt sind. Dann nicht nur Social Network Funktionen, wie man es halt von Facebook kennt, sondern er hat auch Diskussionsforen drin, wo ich Fragen reinstellen kann, wenn er Probleme in einem Projekt hat, bei einer Entwicklung oder bei was auch immer. Er hat auch Microblog-Funktionalitäten drinnen. Also ich sage einmal, das ist für mich so ein Paradebeispiel von einem guten Einsatz von einem Web 2.0-Tool im Unternehmen, das auch wirklich genutzt wird. Es gibt viele Beispiele, wo das massiv scheitert, aber es gibt wenige Beispiele, wo das gut funktioniert. Und ich denke, diese Beispiele, die nimmt man als Best Practice her und versucht so gut wie möglich von ihnen zu lernen, um die eigenen Unternehmen weiterzubringen in dem Bereich. Die digitale Gesellschaft von morgen, wir haben in der Vergangenheit versucht, das Thema mit dem Begriff Arbeitsplatz der Zukunft zusammenzufassen. Also ich bin ja wiederum mit Wissensmanagement stark im beruflichen Kontext unterwegs, darum vielleicht das breitere Konzept Arbeitsplatz der Zukunft. Was ist der Arbeitsplatz? Wo ist der Arbeitsplatz? Da ist die Ansicht von vielen Experten, dass der Arbeitsplatz der Zukunft überall ist. Also nicht nur im Büro, sondern zu Hause, aber auch im Auto. Geht ja in der, bitte wieder ein bisschen auf Swift zurückgekommen, immer mehr in Richtung auch Forschung, autonomes Fahren. Sprich Fahrzeuge, die von selbst fahren. Dann fragt man sich, wenn ich als Fahrer nicht mehr fahren muss, was tue ich dann im Fahrzeug? Nein, könnt ihr arbeiten. Also vielleicht ist das Fahrzeug auch ein das zweite Büro. Das ist sicherlich gut, weil ich die Möglichkeit habe, Arbeit von überall zu erledigen. Es erhöht meine Flexibilität, und Flexibilität gerade im Privatleben, im Kinderhaus, ist immer wichtig. Weil je flexibler ich bin, desto mehr bringe ich das unter einen Hut. Sicherlich der positive Effekt dieser digitalen Revolution. Vorsichtig muss man natürlich sein, wenn man sich die Interessen der, sage ich mal, der Finanzmenschen, also der Stakeholder oder der Hierarchie der Unternehmensführung anschaut. Die Unternehmensführung ist natürlich bestrebt, die Mitarbeiter so lange wie möglich irgendwie dazu zu bekommen, Arbeit zu leisten. Heutzutage sieht man das schon, also liest man öfter in der Zeitung, dass eben Führungskräfte auch versuchen, Mitarbeiter am Wochenende über Mobiltelefon, was auch immer, über Firmentelefone zu erreichen und sie eben dazu zu bringen, Arbeit zu erledigen. Was dazu geführt hat, dass Arbeitszeit und Privatzeit immer mehr miteinander verschmilzt und schwer zu trennen ist. Ich denke, dieser Trend wird in Zukunft noch anhalten, was dazu führen kann, dass man letztendlich die Mitarbeiter verheizt, also dass es verstärkt zu Burnout kommen wird. Ja. Also so gut diese Technologie ja ist, die mir auch nützlich ist als Mensch, so negativ sind natürlich Effekte, wenn sie von einer anderen Seite aus Sicht einer Machtstruktur ausgenutzt werden kann. Darum denke ich, müssen wir in Zukunft noch viel mehr aufpassen aufgrund all der technologischen Möglichkeiten, die Mitarbeiter haben, um Arbeit zu erledigen, um Wissen von zu Hause auch zu teilen oder von wo auch immer sie das machen wollen, dass man sie nicht verheizt. Also man muss vermutlich versuchen zu reduzieren, also vielleicht gibt es ja so Diskussionen von der
40 Stunden plus Woche auf eine 35 Stunden oder 30 Stunden, man sagt, man haben ja eigentlich heutzutage, zumindest in der Welt, wo wir leben, alles im Überfluss, so müssen wir nur so lange arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn wir viele Leute, die keine Arbeit haben, kann man nicht die Arbeitslast stärker verteilen. Ich glaube, es kommt eher zu dem Trend, dass man in die andere Richtung geht, also dass die Arbeitszeit noch stärker steigt mit All-In-Verträgen, die immer mehr an der Gangart sind. Und ich denke, früher oder später kann es da schon zu einem gesellschaftlichen Kollaps kommen. Also ich denke, hier ist ein bisschen die Gratwanderung. Nicht? Einerseits, die Technologie ist sehr, sehr, sehr nützlich und unmittelbar kann mir helfen. Auf der anderen Seite, wenn ich sie falsch nütze oder falsch einsetze oder unter einer anderen Prämisse einsetze, kann es natürlich auch oder wird es sehr stark negative Auswirkungen haben auf das Leben der Menschen, die wir jetzt vielleicht schon miterleben zu beginnen. Es gibt hier ein paar Strategien. Keine davon ist gut. Eine Strategie, vielleicht ist das auch bekannt in der Community, Volkswagen beispielsweise hat da eine Richtlinie verabschiedet, dass E-Mails an Mitarbeiter, ich weiß jetzt nicht genau, ob es nach 17 Uhr oder nach 18 Uhr ist, nicht mehr weitergeleitet werden auf Blackberries. Bin ich begeistert, weil es grundsätzlich ein Abschneiden vom Informationsfluss ist. Also auch wenn ich informiert sein möchte zu Hause, weil ich vielleicht gerade Zeit habe oder Lust habe oder motiviert bin, kann ich es dann nicht. Also solche Verbote, da bin ich kein Fan. Also es wäre eher, man müsste eher versuchen, so einen Kulturwandel zu etablieren. Wenn der Mitarbeiter arbeiten möchte, kann oder willig ist, dann soll ihm das erlaubt werden. Aber wenn er Freizeit haben will, soll er Freizeit haben. Also in die Richtung würde ich ein Plädoyer starten, wenn es möglich ist.